Hallo liebe Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu einer weiteren Review hier bei Hunter & Friends. Und heute stelle ich euch Heat vor, Pedal to the Metal, das neue Spiel von Days of Wonder, was interessanterweise nicht auf Deutsch rausgekommen ist bislang, nur auf Englisch in Essen da gewesen. Ungewöhnlich für einen Days of Wonder Titel, aber ja, vielleicht müssen die deutschen Verlage hier einfach noch ein bisschen überlegen, weil es ist natürlich ein Petrolhead-Thema. Es geht ums Autorennen und zwar um dieses klassische Autorennen. Ich weiß nicht, das ist glaube ich so 60er Jahre Formel 1. Ganz genau kenne ich mich damit leider nicht aus. Das Ganze ist ein Spiel von Asghar Harding, Granegrod, Daniel Scott Pedersen. Die kennt man natürlich schon und Heat ist in gewisser Weise auch ihr geistiger, also der geistige Nachfolger von Flamme Rouge, von den gleichen Autoren, wo es ja ums Fahrradrennen geht. So, jetzt sind wir auf der Autobahn. Nicht auf der Autobahn, auf der Autorennstrecke. Und ihr seht schon, das ganze Ding ist ganz schön groß. Übrigens, ja, leider ist unsere Schachtel da ein bisschen kaputt gegangen. Wir hatten es auf der Cruise dabei und überall. Aber ja, es wurde auch fleißig gespielt und ich kann jetzt schon mal sagen, Spoiler, ich hatte ganz schön viel Spaß mit Heat Pedal to the Metal. Mehr dazu natürlich im Fazit. Das Ganze ist ein Spiel für 1 bis 6 Spieler. Ja, man kann es natürlich auch allein spielen, aber ganz ehrlich, das ist nicht der Sinn der Sache. Schön, 6 Leute, das ist, macht richtig Freude. Ab 10 Jahren, es ist nicht besonders kompliziert, man kann es auch in der Familie spielen und das Ganze dauert 60 Minuten in der Grundversion, weil tatsächlich die Schachtel ist nicht umsonst so dick. Da ist tatsächlich schon ganz schön viel Upgrade-Material, fast schon Erweiterungsmaterial mit drin. Es gibt eine Grundriegel und dann kann man eine Menge Module mit dazu nehmen, wenn einem die Grundriegel aus irgendwelchen Gründen zu langweilig geworden ist. Das Ganze zeige ich euch jetzt erstmal und erkläre euch kurz die Regeln, damit ihr wisst, worum es hier geht. Und dann erzähle ich euch noch, was ich so mit dem Spiel alles erlebt habe. Bei Heat geht es natürlich darum, hier ein Autorennen zu gewinnen. Und was bei der Regel am Anfang ein bisschen vielleicht überfordert ist, dass ihr für die Grundvariante eine Menge Material gar nicht braucht. Das sind alles so Erweiterungen, die müsst ihr erstmal aussortieren, müsst ihr euch mal orientieren, was braucht ihr überhaupt. Und was braucht ihr? Ihr braucht natürlich einen Spielplan. Es gibt insgesamt hier 2 Spielpläne, die sind beide doppelseitig, das heißt, ihr habt einfach 4 Strecken zur Verfügung. Hier habe ich jetzt mal USA aufgebaut. Ihr braucht natürlich eure lustigen Rennwagen hier, die schon hier auf der Startaufstellung stehen. Hier, da ist auch die Spielereihenfolge jetzt hier schon vorgegeben. Könnt ihr einfach auslosen, ist nämlich kein so großer Unterschied. Hinten hat man nämlich so einen kleinen Vorteil. Ansonsten habe ich jetzt einfach hier mal USA ausgewählt. Was sieht man hier? Es sind 2 wichtige Angaben, die fürs Grundspiel wichtig sind. Oder 3, besser gesagt, hier oben die Rundenzahl. 2 Runden, dann wird geguckt, also ja, nach 2 Runden zuerst hier über die Ziellinie fährt. Der hat natürlich gewonnen. 6 Heatkarten müsst ihr bei dieser Strecke hier verwenden und 3 Stresskarten. Das ist wichtig für den Spielaufbau. Jeder hat hier so ein Tableau. Hier in der Mitte kommt, das zeige ich euch natürlich auch gleich nochmal näher, kommen die 6 sogenannten Heatkarten. Das sind wie so eine Art Müllkarten hier hin. Wir haben unser Startdeck in unserer Farbe. Da ist auch noch eine Heatkarte, die ist so farbig markiert. Die ist quasi auch schon in unserem Startdeck drin. Und hier die sogenannten Stresskarten, diese 3 Stresskarten, die eben hier auch vom Spiel vorgegeben werden. Ansonsten kriegt jeder hier noch einen Schaltknüppel, der steht auf dem ersten Gang. Und ja, wenn das alles ausgeteilt ist, dann kann es tatsächlich auch schon losgehen und den Rest könnt ihr erstmal beiseite lassen. So, die Stresskarten, die mischt ihr einfach in euer Startdeck mit rein. Ja, das ist euer Deck und das kommt einfach hier hin. Davon zieht man dann eine Hand auf von 7 Karten und damit wird das Spiel gespielt. Die Heatkarten, wie gesagt, sind nicht Teil des Decks, das ist ganz wichtig. Die sind hier in der Mitte quasi in euer Motorblock noch unverbraucht. Wenn ihr hier zu heiße Manöver fahrt, das Auto zu hart rannehmt, dann werdet ihr Heat ausgeben müssen. Und das bedeutet nichts anderes, als dass das Heat hier auf euren Ablagestapel wandert. Und dadurch natürlich auch, wenn eben der Nachziehstapel leer ist, dann muss man den Ablagestapel einfach wieder mischen. Dadurch wandern diese Heatkarten in euer Deck. Und man sieht es hier oben schon, die könnt ihr eben nicht ablegen. Das heißt, die verstopfen euer Deck. Dazu braucht ihr spezielle Effekte, um die wieder loszuwerden. Das sind eben gefährliche Müllkarten. Das gleiche gilt übrigens auch hier für die Stresskarten. Auch die dürft ihr nicht ablegen.
schmeißen. Die müsst ihr spielen oder anderweitig irgendwie loswerden. So, und dann kann es losgehen und es ist ganz schön aufgedruckt hier oben, wie die Runde abläuft und das gehen wir jetzt einfach einmal gemeinsam durch. Die erste Phase können wir alle gleichzeitig spielen, da geht es ums Schalten. Wir können, und das ist hier abgedruckt, einen Gang umsonst hochschalten oder einen Gang umsonst runterschalten. Wir können auch zwei Gänge hochschalten oder maximal zwei Gänge runterschalten, aber da seht ihr dieses rote Heat-Symbol mit einer 1, das bedeutet einfach, wenn ich jetzt gleich auf uns zwei Gänge hochschalte auf einen Schlag, dann muss ich damit mit einem Heat dafür ausgeben, weil ich halt einfach das Getriebe ein bisschen härter rannehme, als es vielleicht dem Wagen auf längere Frist gut tut. Aber was macht hier diese Schaltung? Es ist einfach so, die Zahl des Ganges legt fest, wie viele Karten ihr spielen dürft, aber auch müsst. Das bedeutet, im vierten Gang müsst ihr vier Karten spielen, im ersten Gang müsst ihr eine Karte spielen. Das ist also nicht hier so 1 bis 3 oder sowas, sondern das ist genau die Zahl, das ist ganz wichtig. Außerdem kriegt ihr in Gang 2 und Gang 1 hier noch diese Cooldown-Symbole. Ein Cooldown in Gang 2, drei Cooldowns in Gang 1. Cooldown bedeutet nichts anderes, dass ihr Heat-Karten aus der Hand wieder in den Motor spielen könnt. Also quasi ihr fahrt ein bisschen vorsichtiger und dadurch schont ihr den Wagen wieder ein bisschen. Aber das ist wichtig, das geht nur, wenn die Heat-Karten auch in der Hand sind. Das heißt also, da muss man eben vom Timing her ein bisschen aufpassen. Ja, also alle können eben am Anfang jeder Runde schalten, möglicherweise Heat bezahlen. Dann müssen alle Karten spielen. Und zwar, ich gebe mal an, ich habe jetzt mal zwei hochgeschaltet, ich habe meinen Heat hier ausgegeben, jetzt bin ich auf der 3, das heißt, ich kann drei Karten spielen. Da muss ich drei Karten verdeckt aus meiner Hand auswählen, das macht jeder Spieler. Und dann wird einfach, wenn alle fertig sind, wird gemeinsam aufgedeckt. Und dann nach Spielerreihenfolge, die wiederum die Rennreihenfolge ist, also wer vorne ist zuerst, abgehandelt. Das zeige ich euch natürlich gleich nochmal auf dem Spielplan, was das dann für einen Effekt hat. Aber wir gehen jetzt erstmal hier alles durch. Was habe ich hier? Ich habe hier 5 Geschwindigkeit und ich habe so eine Stresskarte. Was bedeutet die Stresskarte? Dieses Plus bedeutet immer, ich weiß nicht, wie schnell die Karte ist. Ich muss es sozusagen ein bisschen gamblen. Das heißt, ich decke jetzt hier Karten auf und die erste Karte mit einer Zahl, die bestimmt den Wert dieser Karte. Das wäre jetzt in dem Fall eine 1. Nur mal so als Beispiel, hätte ich jetzt hier irgendwas anders gezogen, zum Beispiel eine andere Stresskarte, hätte ich einfach weitergezogen. Ja, die kommt dann alles auf den Ablagestapel, bis ich die erste Karte mit einer Zahl kriege, die bestimmt dann, wie schnell diese Karte ist. Oder auch eine Heat-Karte, es wäre egal gewesen, alles zurück auf den Ablagestapel, bis die erste Zahlenkarte kommt. So, und jetzt habe ich einfach hier insgesamt 6 Geschwindigkeit. Das würde ich jetzt fahren, wie gesagt, in Spielereihenfolge. Aber gehen wir erstmal hier weiter. Jetzt kommen hier 4 Phasen, die so ein bisschen optional sind. Deshalb sind die eben weiß, die triggern nicht immer. Als nächstes wird nämlich geguckt, ob ihr ganz hinten liegt. Bei 5 Spielern, sogar der zweitletzte, kriegt einen kleinen Bonus. Und zwar, er kriegt einfach einen kostenlosen Schritt, den er jetzt gleich vor der nächsten Phase oder nach der nächsten Phase einfach fahren kann. Es ist aber auch eine zusätzliche Geschwindigkeit, das ist wichtig. Das heißt, wäre ich jetzt hinten, hätte ich hier diese 6 Geschwindigkeit, könnte ich dadurch sozusagen 7 Geschwindigkeit erzeugen. Muss ich aber aufpassen, ob das nicht dann zu schnell wird, wenn es in die Kurven geht. Dazu komme ich später noch. Außerdem kriegt der hinten ist, noch einen Cooldown extra. Das heißt, auch wenn ich jetzt hier im dritten Gang wäre, könnte ich jetzt noch, wenn ich jetzt hinten wäre, eine Heat-Karte, ne, die ich jetzt zum Beispiel im Deck habe, hier wieder ausspielen durch diesen einen Cooldown. Das hätte ich jetzt auch machen können, wenn ich in Gang 2 gewesen wäre, hätte ich auch einen Heat bekommen. So, dann geht es weiter zur sogenannten Boost-Phase. Und da werden diese ganzen Symbole abgearbeitet. Also eigentlich kommt das erst jetzt hier. Es werden die ganzen Cooldowns abgearbeitet, die ganzen es werden Plusse abgearbeitet, die ich möglicherweise noch habe. Und da ist es eben so, dass ich hier noch weitere Plusse hier erzeugen kann. Ihr seht, in jedem Gang kann ich einen Plus erzeugen, wenn ich nochmal einen Heat ausgebe. Das heißt, ich könnte nochmal einen Heat bezahlen, um nochmal einen Boost zu generieren. Und das bedeutet einfach auch wieder Karte aufdecken, ja, bis die erste Zahl kommt. Also genau das gleiche wie bei dem Stress. Außerdem, wie gesagt, könnte ich eben Cooldowns ausgeben, um Heat aus meiner Hand loszuwerden. Und der letzte kann eben hier noch ein Plus Geschwindigkeit einfach nehmen. Und dann kommt der Slipstream, also der Windschatten. Das zeige ich euch gleich nochmal auf dem Plan. Aber im Endeffekt guckt man einfach jetzt, bin ich nach meinem Zug
hinter einem Wagen oder neben einem Wagen gelandet, dann kann ich optional Windschatten profitieren und weitere zwei Schritte machen. Manchmal ist das aber auch nicht zu empfehlen. Und dann als letztes wird geguckt, habe ich die Kurvengeschwindigkeit eingehalten. Das zeige ich euch auch gleich auf dem Plan. Aber der Punkt ist, jede Kurve hat eine maximale Geschwindigkeit. Und wenn ich über diese Geschwindigkeit, also wenn ich zu schnell durch die Kurve fahre, dann muss ich den Differenzbetrag in Heat bezahlen. Also zum Beispiel fahre ich durch eine 6er-Kurve durch mit einer Geschwindigkeit von 8. Da müsste ich jetzt 2 Heat bezahlen. Kann ich das nicht, weil mein Heat aufgebraucht ist, fliege ich aus der Kurve. Ja, das ist ganz schlecht, dann muss ich hier alles Heat bezahlen, krieg sogar 2 Stresskarten noch ins Deck und muss hinter die Kurve zurück im ersten Gang. Das ist ganz blöd, also da muss man einfach aufpassen, dass man eben nicht zu schnell durch die Kurve fährt. Und jetzt nochmal zur Erinnerung, wenn ich natürlich im 4. Gang bin, muss ich 4 Karten spielen. Dann wird es manchmal schwierig, den Kurvenspeed einzuhalten. Natürlich gibt es auch 4 Nuller, es gibt eine Nullerkarte, aber ich habe auch große Karten. Ich kann sein, dass ich Stress spielen muss, wo ich nicht weiß, was für eine Karte rauskommt. Das ist also ziemlich gefährlich. Und zuletzt machen wir alles wieder gemeinsam. Man kann nämlich einfach aus der Hand Karten abschmeißen, wenn man möchte. Beliebig, ja. Nur halt keine Stresskarten und keine Heatkarten. Können einfach abschmeißen und dann wieder auf 7 auffüllen. Das ist natürlich auch so ein bisschen das Ding. Ich kann dann überlegen, will ich mein Deck lieber schnell durchspielen oder eher langsam. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie die Heat-Situation hier ist. Aber das kann ich eben machen, wie ich möchte. Und dann geht es wieder von vorne los. Wir können wieder schalten. 1 umsonst, 2 mit einem Heat. Und das spielen wir einfach so lange, bis das Rennen vorbei ist. Was aber passiert auf dem Spielplan? Nehmen wir mal an, jetzt ist Rot, ist Erster und ist jetzt dran und hat jetzt irgendwie die Geschwindigkeit von 6 zum Beispiel gespielt. Da ist erstmal wichtig zu wissen, es gibt immer eine sogenannte Rennlinie. Das seht ihr hier, es gibt immer eine dicke Linie und eine dünne Linie. Hier in dem Fall ist die Rennlinie hier jetzt außen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das bedeutet immer, dass die Wagen sich immer nach außen orientieren. Wenn jetzt hier der Graue dran kommt und der hätte jetzt eine Geschwindigkeit von 4, dann würde er 1, 2, 3, 4. Ne? Also er rutscht sozusagen umsonst immer zur Rennlinie hin. Ihr seht hier unten, wechselt die Rennlinie dann von der Außenseite in die Innenseite. Ja, das ist halt so eine grundsätzliche Regel. Und es geht eben jetzt reihum, ne? Dann würde der Dreier dran kommen und so weiter. Und was halt wichtig ist, ist eben der Slipstream, also der Windschatten. Weil wenn jetzt zum Beispiel der Schwarze entweder, sagen wir mal, er ist hier und er hat jetzt 1, 2, 3, 4 Geschwindigkeit, wenn er jetzt hinter dem Grauen zum Stehen kommt, dann kann er optional Windschatten in Anspruch nehmen, das sind einmalig 2 Felder vorwärts. Das gleiche übrigens auch, wenn er neben dem einem zum Stehen kommt, auch das sind 2 Felder. In dem Fall wäre es 1, 2. Er kriegt jetzt natürlich nicht nochmal Windschatten, man kriegt es nur einmal. Aber ja, so ist er natürlich weit nach vorne gekommen. Trotzdem gilt, wenn 2 nebeneinander stehen, natürlich der näher zur Rennlinie ist, der gilt als Führender, ne? Und wäre dann auch im nächsten Fall zunächst als Erster dran. Außerdem ist es ganz cool, dass hier, seht ihr diese Zahlen, da kann man immer relativ leicht ausrechnen, wenn zum Beispiel der Gelbe dran kommt und er hat Geschwindigkeit 10, er steht auf der 13, zack, 3. Ja, ganz einfach und ganz schnell auch eine ganz coole Geschichte. Aber jetzt geht es hier halt nochmal um den Kurvenspeed. Hier seht ihr, die Kurve hat eine Geschwindigkeit von 7, das bedeutet halt einfach, wenn es im Rennen jetzt irgendwie weitergeht, sagen wir mal zweite Runde, jetzt ist Gelb dran und der hat irgendwie 3 hochgeschaltet und eine Stresskarte und dann hat er halt Geschwindigkeit 8. Dann passiert einfach Folgendes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Er fährt hier einfach durch, aber er muss halt ein Heat bezahlen. Kann er das nicht, dann würde er jetzt zack wieder zurück hinter die Kurve kommen, zurück in den ersten Gang, alles Heat bezahlen, was er noch hat und 2 zusätzliche Stresskarten ins Deck. Das ist einfach die Bestrafung. Was jetzt aber ganz wichtig ist, ist, dass wenn angenommen, ihr hat es vorsichtig gemacht, der hat mal zum hohen Gang, erst genau hier zum Stehen gekommen vor der Kurve. Jetzt kommt Grün dran und kommt in Windschatten mit einer Geschwindigkeit von 7. Ja, nehmen wir mal an. Dann kann er hier Windschatten nehmen und der Windschatten zählt nicht zusätzlich zur Geschwindigkeit für den Kurvenspeed. Ja? Das heißt, er ist zwar 9 gefahren, aber 2 war Windschatten, das zählt dazu nicht, das ist natürlich ideal. Man versucht sozusagen einfach über den Windschatten durchzukommen und trotzdem die Geschwindigkeit einzuhalten, das ist perfekt gefahren sozusagen. Aber aufgepasst, dieser Boost, also entweder ob ihr boostet, indem man Heat bezahlt oder wenn ihr ganz hinten seid, diesen +1 Geschwindigkeit, das
zählt zum Kurvenspeed. Das heißt, wenn man eben hier ist und jetzt sagt, oh, jetzt booste ich vielleicht nochmal. Boosten bedeutet ja einfach eine Karte, also eine zufällige Geschwindigkeitskarte aufdecken. Das ist halt immer sehr gefährlich, weil das zählt definitiv zu dem Speed dazu, den ich schon hatte. Und wenn ich dann über die Kurve komme, dann kann es natürlich leicht passieren, dass ich hier den Kurvenspeed reiße. Und das ist im Prinzip schon, ihr müsst nur diese Reihenfolge beachten, immer eben mit dem vorderen anfangen, dann hinten, damit eben sozusagen die hinteren vom Windschatten auch mehr profitieren können. Und dann könnt ihr das einfach spielen. Wichtig ist noch hier, seht, wenn das Rennen vorbei ist, also wenn man jetzt hier über die Ziellinie geht nach 2 Runden, in diesem letzten Zug, wenn ihr über die Ziellinie kommt, da gibt es keinen Windschatten mehr. Das heißt, ihr könnt da nicht, weil die Runde wird noch zu Ende gespielt, je nachdem, wie weit man kommt, ja. Und ihr könnt nicht sozusagen dann hinten raus dann noch mit dem Windschatten noch den Sieg für euch reklamieren. Das geht dann nicht. Da zählt dann wirklich nur, wie schnell, wie weit jemand gekommen ist mit seiner eigenen Geschwindigkeit. Und jetzt gibt es noch eine Menge Zusatzmaterial, was so in verschiedenen Modulen dem Spiel hinzugefügt werden kann. Zum Beispiel gibt es hier diese Wetterplättchen. Ne? Die kann man aufdecken und ihr seht, die manipulieren einfach die Anzahl der Heatkarten, die sozusagen für eine bestimmte Map vorgeschrieben sind. Oder geben eben noch so bestimmte Zusatzeffekte für bestimmte Trackbereiche. Ne? Dass man eben hier zum Beispiel, hat man +2 Slipstream in einem bestimmten Bereich, also in so zwischen zwei Kurven ist das immer dieser Bereich. Oder man hat hier, ihr seht, das ist einfach so ein bisschen eine Varianz in diesen Vorgaben der Maps. Dann gibt es einen ziemlich dicken Stapel Upgrade-Karten. Die können einfach ins Spiel kommen, auch so für die für den Tournament-Mode, wo man dann immer so zusätzliche Upgrade-Karten sich aussuchen kann. Das ist so ein bisschen ein Drafting-System. Und ihr seht schon, es ist ziemlich cool illustriert und macht halt alles Mögliche. Ne? Also zum Beispiel hier mit so extra Body-Karten. Ja, da kriegt ihr zusätzliche Cooldowns und könnt dann auch Karten sozusagen abschmeißen, ja, aus eurem Deck. Das ist halt ziemlich cool. Oder ihr könnt hier mit dem Gaspedal könnt ihr nachziehen. Es gibt so hier diese Federung, da könnt ihr plötzlich dann diese Karte spielen und die kommt auf den Nachziehstapel, also wird eben dann wieder auf die Hand genommen. Hier kriegt ihr einfach dann einen Slipstream-Bonus, wenn ihr im Windschatten kommt, dann kriegt ihr +3, also dann würdet ihr quasi 5 fahren, aber dann muss man natürlich auch es schaffen und dann seht ihr auch, es ist auch noch eine Pluskarte, das heißt, also das ist dann schon ein bisschen, das ist dann richtig Push Your Luck. Ganz witzig auch hier mit diesen Reifen hier, oh, da wird der Kurvenspeed, ne, wird erhöht um 2, also das ist sozusagen, könnt ihr halt schneller durch die Kurve fahren, aber eben 2 plus, ja, könnte auch schwierig sein. Es gibt aber auch andere, komplett andere Reifen, da wird der Kurvenspeed, der maximale, einfach um 1 reduziert, aber ihr kriegt 2 Cooldown. Also da ist wirklich ganz, ganz viele Sachen, die dann noch so ein bisschen in der in der eigentlichen Mechanik rumwursteln, aber im Endeffekt, ja, bleibt es immer noch das gleiche Spiel, aber ist natürlich schöner Flavor, das ist schon ganz cool. Auch hier zum Beispiel Cooling System, dass du halt einfach Heat ausgeben musst für diese Karte, ja, aber dafür macht sie halt auch Speed 6 und gleichzeitig hat sie aber auch einen Cooldown, wodurch du auch wieder Heat rauskriegst. Da hast du, wenn du diese Karten hast, hast du halt immer Heat, musst du immer wieder wegspielen, also das ist schon ganz cool. Ich habe schon erwähnt, es gibt so einen Turniermodus. Das gibt so 3 Championships, die man spielen kann. Das sind einfach hier diese Karten. Das ist einmal ein Vierer-Race und 2 Dreier auf eben verschiedenen Maps. Und man spielt dann einfach, ja, das ist so diese Karte, die zeigt dann einfach, was ihr machen müsst. Ob es irgendwelche Spezialregeln gibt bei dem entsprechenden Rennen. Auf welcher Karte ihr spielt. Und dann steht hier, was noch passiert. Ihr kriegt ein Upgrade. Ihr könnt 3 Sponsorenkarten bekommen. Die Presse ist in Corner A. Ja, da ist die Frage, was ist Corner A? Aber es gibt dann immer noch eine zweite Karte, die den Track dann zeigt. Hier USA. Und dann seht ihr, A ist hier da hinten. Dann wird dieser Dinger dahingestellt. Der macht dann auch noch was. Das erkläre ich gleich. Und auch das Wetter wird festgelegt. Und wenn ihr das gespielt habt, kommt das nächste. Und dann, ja, zählt ihr quasi so die Punkte zusammen. Wenn ihr dann das komplette Championship durch habt, dann guckt ihr halt, wer insgesamt gewonnen hat. Und ja, was machen diese komischen dieser Presse ist so, wenn ihr hier quasi durch diese Kurve extra zu schnell durchbrettert oder mit
Windschatten durchbrettet, also da eine spektakuläre Show macht, dann kriegt ihr zusätzlich noch eine weitere Sponsorenkarte. Und was sind die Sponsorenkarten? Wie gesagt, ihr bekommt ja beim Tournament auch am Anfang welche. Ja, das sind einfach auch Karten für euer Deck und die haben nur eine Besonderheit, das sieht man auch hier, das sind einfach Einmaleffektkarten. Ja? Und ihr seht, sie machen jetzt auch nicht viel andere Sachen als die Upgrades. Sehen auch hübsch aus und kriegt ihr halt am Anfang direkt auf die Hand sozusagen. Dann könnt ihr überlegen, ob ihr die, und die könnt ihr halt einmal einsetzen und durch diese Presse natürlich euch dann währenddessen nochmal eine verdienen. Und dann gibt es noch so ein paar Streckenmodifikationsplättchen. Das sind für die Kurven. Das heißt, da werden einfach dann, das legt man dann an die Kurven ran und da seht ihr, da werden dann die aufgedruckten Werte nochmal ein bisschen verändert. Da muss man immer einen Heat bezahlen, wenn man durch die Kurve, oder Heat extra bezahlen, wenn man durch die Kurve, wenn man eben über die Geschwindigkeit kommt. Und das sind Streckenabschnittsmodifikatoren. Ja, hier gilt dann halt einfach der Wettereffekt, ja, der von Wetter festgelegt wird. Hier gibt es einfach ein +1 auf den Windschatten und hier gibt es einen kostenlosen Boost. Das bedeutet, man kann eben boosten, ohne dafür ein Heat zu bezahlen. Wenn ihr Solo spielen wollt oder wenn ihr nicht 6 Personen seid und trotzdem zu 6 spielen wollt, gibt es hier auch noch so einen Legends Mode. Das sind einfach Ghost Player. Gibt es einen Kartenstapel, der wird dann hier so aufgedeckt. Und dann wird einfach geguckt, es gibt 2 Möglichkeiten, wenn dieser Ghost Player in so einem Bereich vor einer Kurve noch ist, dann guckt man einfach die Farbe des Spiels und dann macht er genau so viel Geschwindigkeit, aber nur wenn er nicht über die Kurve, mit dieser Geschwindigkeit über die Kurve drüber geht. Wenn er über die Kurve drüber gehen würde, dann kommt er in diesen Bereich und dieser Bereich sind immer halt die vier Felder vor der Kurve, 0, 1, 2, 3 und dann sieht man einfach, wenn es jetzt der rote Ghost Player wäre, der würde mit 16 aber über die nächste Kurve fahren, dann wird er stattdessen einfach auf das Zweierfeld, also sprich 3 Felder vor die Kurve gelegt und hier steht einfach, wenn er in diesem Bereich vor der Kurve ist, dann fährt er einfach ganz stur in Kurvengeschwindigkeit durch die Kurve und wenn er durch die Kurve durch ist, dann würde man im nächsten Runde die nächste Karte aufdecken und dann eben würde man wieder diese Geschwindigkeit hier nehmen. Also auch ein ganz einfaches, schnelles System, was nett ist, aber ich würde euch natürlich empfehlen, spielt's lieber mit 6 menschlichen Mitspielern. Tja, Rennspiele sind ja gar nicht so eine einfache Kiste, weil warum geht's bei einem Rennspiel jetzt, sage ich mal, spielerisch? Es geht darum, dass wir bis zur letzten Sekunde Spaß haben, Spannung haben, zittern, nicht klar ist, wer gewinnt, wir immer noch eine Chance haben, vielleicht doch nochmal vorbeizukommen, wenn wir hinten liegen. Und das Versprechen, das löst Heat voll und ganz ein. Also ich bin wirklich immer wieder erstaunt, wie gut dieser Mechanismus funktioniert. Gerade auch dieser Aufholmechanismus, dass eben, wenn man hinten ist, man natürlich einen gewaltigen Vorteil hat. Also nicht nur, dass wenn man ganz hinten ist, man noch diesen extra Boost bekommt oder diesen extra Cooldown und so weiter, sondern dass man ja auch noch diesen Windschattenvorteil hat, der auch gerade in den Kurven wirklich das Zünglein an der Waage sein kann. Ne? Wenn ich hinten bin und ich schaffe es einfach auf den Punkt vor der letzten Kurve im Windschatten da durchzufahren, ja, ja, dann werde ich einfach den Sieg holen. Und das ist eben bis zur letzten Kurve nicht klar, ob das klappt, wenn man vorne ist, gleich andersrum, ob man noch überholt wird. Und selbst wenn man mal richtig weit hinten liegt, man kann hier wieder aufholen, klar, ob die Chancen sind vielleicht nicht perfekt da zu gewinnen, aber das ist wirklich das A und O bei dem Spiel, dass diese Spannung gehalten wird. Ja, und das haben die Autoren hier mit ihrer einfachen Mechanik super hingekriegt. Ich finde auch, dass der Aufholmechanismus eben nicht, obwohl er natürlich schon recht stark ist, ne, also dass man einfach sowas zusätzliches geschenkt bekommt, aber er ist trotzdem irgendwie nicht übertrieben. Das stört nicht, sondern das ist irgendwie, man denkt so, ja cool, dass da hinten noch ein bisschen einen Boost kriegt und so, wenn da jemand mal aus der Kurve geflogen ist und so weiter. Also das ist cool, das ist gut eingefügt und die Mechanik ist halt auch sehr, finde ich, wirklich sehr nah dran am Thema. Ne? Also dass eben mit den Heat-Karten, dass man da wirklich das Gefühl hat, okay, wenn ich eben hart am Limit fahre, dann, ja, dann bekomme ich mehr Stress, dann macht mein Wagen irgendwann nicht mehr mit und ich muss mal ein bisschen langsamer tun. Das haben sie wirklich auf den Punkt cool umgesetzt. Auch die Grafik, ich meine, Vincent Dutrey,
einfach auf den Punkt, wobei ich ganz überrascht war. Ich habe gerade immer rumgesucht, sag mal, wieso habe ich den Illustrator nicht genannt? Und ja, der steht einfach nicht auf der Packung drauf und ich habe es einfach nicht gefunden. Steht auch nicht in der Anleitung. Irgendwie haben sich hier Vincent Dutrey einfach mal so reingeschmuggelt, ohne ihn zu erwähnen. Aber ich glaube, das war nur ein Versehen. Auf jeden Fall grandios, die Karten, wirklich Rennfeeling pur. Finde ich richtig, richtig cool. Und natürlich auch, dass du hier die Spielpläne komplett hast. Anders wie im Flamme Rouge, wo man ja so ein bisschen rumbasteln muss. Da kannst du natürlich verschiedene Strecken bauen. Das ist ganz cool für die Varianz. Aber ganz ehrlich, es ist halt auch viel Gewurschtel immer vor dem Spielstart. Und das ist die ganz große Stärke bei Heat aus meiner Sicht. Es ist ein geiler, etwas über Overproduced dazugegeben, aber es ist ein geiler Absacker für ja, großgewordene Kids irgendwie so, ne? Für junggebliebene Gamer, erwachsene Gamer, weil es einfach Spaß bringt. Es ist natürlich nicht sehr komplex, aber es ist einfach so ein Hit and Run, was ich richtig, richtig cool finde in der Grundversion. Die Erweiterungen sind, finde ich, auch ziemlich cool. Das Wetter, vor allem natürlich die Upgrade-Karten, wo man dann plötzlich mit Reifen oder mit Bodyparts oder mit Spoilern agieren kann. Die bringen auch interessante Effekte in den rein, ja, dass man dann plötzlich, was weiß ich, Kurvenspeed reduzieren kann oder plötzlich irgendwie zweimal Stress hat oder irgendwie sowas. Das ist ziemlich cool, auch dass man, man hat dann auch... Es ist auch thematisch ziemlich cool gemacht. Also man hat zum Beispiel auch Federung, die kann man dann auf den Nachziehstapel spielen. Das heißt, man hat dann einfach so eine Konstanz. Ne? Man kriegt immer eine Federung. Diese Karte kriegst du immer wieder auf die Hand und gibt dir dann immer wieder so einen gleichbleibende Geschwindigkeit. Das macht alles auch thematisch ziemlich guten Sinn. Allerdings war mein Gefühl am Ende, ich finde es eine coole Zugabe, vor allem dann für die Leute, die dieses Spiel halt einfach öfters spielen und gut können. Die haben natürlich da dann noch mehr Varianz, mehr Wiederspielreiz und so weiter. Ich persönlich spiele Heat aber am liebsten eigentlich in der Grundversion. Einfach nur deswegen, weil es einfach simpler ist, konzentrierter ist auf das, worum es eigentlich geht. Und das ist einfach hier sich so ständig überholen. Wenn man dann irgendwie mit allem spielt, dann ist es auch ein bisschen viel Zeugs. Dann ist, wie gesagt, das Wetter und du hast Abschnittsmodifikatoren und Kurvenmodifikatoren, dann hast du noch die Pressecorner, wo du irgendwas machst, dann kriegst du noch Sponsorkarten, dann hast du hast einfach wahnsinnig viel Krempel, der alles cool ist, wirklich, der auch gut funktioniert, der mir auch Spaß bringt, der toll ist, aber es lenkt dich fast ein bisschen davon ab, vom Eigentlichen, und das ist einfach Hit and Run, ja, überholen, davon lenkt sich fast ein bisschen ab und durch diese vielen Modifikatoren, die musst du dann alle im Kopf behalten und gucken und so. Und dann wird es fast ein bisschen technisch. Für Leute, die das sozusagen mehr auf dieser technischen Seite spielen wollen, ist vielleicht eine ganz coole Sache. Ich persönlich mag wirklich eigentlich nur diesen Spaß, diese Spaß Variante, in der es einfach nur, zack, komm, ein Rennen, zwei Runden und dann spielen wir noch was anderes, ne? Von daher muss man natürlich klar auch sehen, Heat ist ein ganz tolles Ding, aber es ist natürlich eine fette Schachtel, es ist nicht ganz billig. Da muss man sich natürlich überlegen, ist es mir das wert für so eine Art von Spiel, die man dann doch eher so zum Spaß mal ab und zu zwischendurch spielt und nicht eben, ja, wo man nicht, sag ich mal, eine Partie nach der anderen erstmal, wenn man ein neues Spiel hat, so runter. Das wird es halt nicht sein, das wird es, glaube ich, auch nicht werden. Bei mir wird es aber seinen Platz in der Sammlung definitiv behalten, weil ich es einfach richtig cool finde. Es ist auch ein schönes Spiel, wirklich so ein Spiel, wo ich auch sage, ja, Days of Wonder halt, ne? Haben sie einfach wieder klasse gemacht. Hat man einfach gern in der Sammlung, ja, ganz ehrlich, ist einfach ein schönes Teil. Und deswegen kann ich es euch wirklich nur empfehlen. Ich hoffe, es kommt jetzt auch bald auf Deutsch raus, aber ich denke mal, wenn ihr ein bisschen guckt, dann kriegt ihr das auch international irgendwie ran. Ich fand die Regel jetzt nicht besonders schwierig zu verstehen. Irgendwie der Flair im Englischen hier ist auch irgendwie ganz cool. Und von daher, volle Empfehlung von mir. Heat, cooles Spiel. Vielen Dank fürs Zugucken, fürs Unterstützen und dann bis zum nächsten Video. Ciao.